Hallo, heute zeige ich euch, wie man ein Sofa baut aus Europalette. Und zwar brauchen wir dafür zwei von diesen Paletten. Die eine liegt schon hier auf dem Tisch, dass ihr das machen könnt. Und hier unten liegen die anderen. Aus der einen geht dann die Sitzfläche und aus der anderen die Lehne. Dafür brauchen wir noch zwei Kinderbettmatratzen. Eine auch für die Sitzflächen, die andere für die Lehne. Diese Kinderbettmatratzen kriegt man ungefähr so für 20 Euro und die Paletten jeweils für 15 Euro. Also, hier haben wir jetzt die Stichsäge und mit der Stichsäge sägen wir jetzt genau hier entlang, um diesen Fuß, diese ganze Seite abzusägen. Das Teil haben wir jetzt abgesägt von der Palette und jetzt steht hier noch so ein bisschen Holz ab. Da wir das dann aber für die Lehne benötigen werden, säge ich diese jetzt auch nochmal ab und dann sind wir fertig mit der Stichsäge. Der nächste Schritt ist dann, dass wir die anderen Füße der einen der Lehnpalette entfernen. Dafür brauchen wir diese zwei Werkzeuge, die ich vorhin schon vorgestellt hatte. Und jetzt zeige ich mal kurz, wie das funktioniert. Man steckt das hier da unten rein und klopft mit dem Hammer da drauf. Man kann es dann ein bisschen hochziehen, aber da passiert noch nicht sehr viel. Deswegen muss man von allen Seiten. Wir ziehen hier diese ganzen Nägel ab und die müssen natürlich weggeflext werden. Abschleifen von den Überresten der Nägel. Jetzt ist es ganz flach. Ganz wichtig ist, dass man den Staubsauger da hinten anschließt, hier. Die Paletten wurden jetzt alle geschnitten, so dass man an den Ecken alles anfassen kann, oben überall, dass man sich keine Schliffe einholt. Der nächste Schritt ist jetzt, jedes Teil zu ölen. Hier, das habe ich vorhin schon gezeigt, mit diesem Öl. Hier Räder dran, logischerweise. Und es gibt da auch verschiedene Arten. Und zwar haben wir zwei von diesen hier, die feststehen. Die kann man da unten nicht bewegen. Hier oben natürlich schon. Die kommen dann an eine Seite. Und dann haben wir ein Rad. Das kann man hier unten drehen. Und es hat auch eine Bremse hier. Also um das ein bisschen zu festigen fürs Sofa, wenn es irgendwo stehen bleiben soll. Dann haben wir noch ein einfaches, das man unten drehen kann, aber ohne Bremse dann. Wir fangen jetzt mal an mit einem feststehenden. Mit Absicht noch ein bisschen abstehen und bohre es nicht ganz rein, weil ich erstmal alle anderen Schrauben auch reinbohre.
der Lehmpalette war, dass er auch schon geschliffen und geölt und alles ist. Hier drauf, hinten. Jetzt kommt das nächste drauf, dieses hier. Und das legen wir jetzt hier drauf. Die Lehne. Und die stellen wir jetzt direkt vor dieser Wand, die wir da gerade festgeschraubt haben. So, dass es an den Seiten passt. Und es wird dann an der zweiten Latte hier da einfach durchgeschraubt. Jeweils immer eine Schraube und dann ist die Lehne fest und das Sofa ist fertig. Und das Sofa ist fertig! Und dann kommen wir noch die Polster drauf und dann ist das alles noch bequemer.